Steve, was geht? Wir sind wieder gesund. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Was Mert macht. Mert ist noch ein bisschen angeschlagen. Aber ich kann mit euch wetten, er schläft schon wieder. Der Typ hat hier mehr geschlafen, als er überhaupt auf den Beinen verbracht hat. Der Typ hat einen Schaden, ohne Witz. Jetzt Achtung. Ach, der Typ ist einfach wach. Schluss. Geisteskrank, wie immer, komm. Jetzt wieder so. Uhr morgens, ey. Mert ist immer noch krank, mir geht's ein bisschen besser. Ich gehe jetzt auf Katamaran. Servus. Gehst du auf Katamaran? Ja, warte, ich gerade hier. Gleich los. Ja, Mann! Ohne Mert auf dem Katamaran. Weil es dem Typ noch kacke geht. Ich glaube, der geht heim. Aber 3-4 Tage schaffe ich gerade noch so ohne ihn. Gerade noch so. Dein Handy, du Schwanz. Phil. Phil. Du hast noch Abschlussgespräch. Wir kaufen Bikinis für die Dame. Und Bikinis für Mert, weil er krank wie eine Bitch ist. Willst du mir ich einfach, keine Ahnung, ich glaube, ich habe einen Gehirntumor oder so. Der geht einfach morgen. Ja, weil ich es im Haushalt kann, nimm. Ich habe drei produktive Tage hier verbracht. Das waren die ersten drei. Was hast du in den 3 Tagen Produktives gemacht? Gefeiert. Gab es eine Abmahnung in den 3 Tagen? Ja. Und ab dann wurde ich krank und ab dann wurde irgendwie ein Fluch auf mich gesetzt und ja, seitdem lag ich nur im Bett. Heute ist also der erste Tag, wo ich ein bisschen was machen kann. Aber ich fahre jetzt morgen nach Hause. Isa bleibt noch bis wann? Bis Samstag. Bis Samstag. Und Sonntag sehen wir uns dann wieder daheim, glaube ich. Samstag sehen wir uns dann daheim. Ja, cool. Also ich frage mal Charlie, ob die nicht mal einen anprobieren will. Wahrscheinlich anprobieren. Ich. Da ist sie doch. Was ist das für ein Oma-Zimmer? Mach's halt nicht kaputt. Sonst müssen wir es noch bezahlen. Ich hätte jetzt von oben anziehen müssen. Hä? Echt? Wie von oben anziehen? Du bist jetzt auch so angezogen. Ja, das ist auch für Frauen. Das ist auch zu Batman. Jetzt mal hoch. Alter, das ist wie mein Arm bei. Digga, es geht doch kaputt, oder? 3, 2, 1, mach. Oh, hell no! Was kostet das? Wechsel! Lass es einfach hier drin hängen, Digga. Wir verlassen direkt den Laden jetzt. Oder guckt jemand? Du legst da hin, leg das drüber. Ich bring dir jetzt noch 1-2 Männer-Jeans. Du anprobierst? Und wir legen diese Jeans drüber. Bruder, denkst du, ich bin blöd oder was? Echt rein, gell? Nein, nein, alles cool. Komm, Isa, wir müssen nur rechts um die Ecke da vorne. Why are you running? Why are you running? Hier, so das war für mich immer noch, wenn man hier immer so, wenn man immer hier vorbeilaufen muss. Sexy. Also, ich war jetzt beim Arzt, hab eine fette Spritze bekommen in den Arsch. Ich sag jetzt, warum auch immer, immer noch topfit. Ich bin todeskrank, fliege jetzt auch zurück. Mein Bein ist so taub von der Spritze. Scheiße gelaufen, ganz anders davor gestellt, diesen Urlaub, aber was will man machen, so ist das Leben, ja. It is what it is. Wie soll ich tanzen? Wie ein was? Wie ein Berliner. Machen wir ein Berliner. Nein, zu hart. Zu hart. Zu viel? Zu viel. Immer noch zu viel? Ja, die Bewegungen waren von anderen.
Nein, zu viel mit deinen Füßen, die machen immer viel mit Armen und so. Geil. So oder nicht? Ja. Du brauchst nur noch einen fetten Stringtanker, dann kommst du rein. Und jetzt kommst du erst recht rein, jetzt hast du stabile Begleitung. So ein Playboy, der Junge, alle. Es brennt einfach. Hier ist Großeinsatz. Sein Vater. Die wissen auch nicht wo, gell? Was geht ab? Ich melde mich auch zurück. Mit dem seine Nase läuft. Also ich bin am Flughafen in Girona. Isa habe ich da gelassen. Der ist noch 3 Tage in Lorette. Macht das Ding jetzt weiter. Ich hätte es auch noch ausgehalten, denke ich, die nächsten 3 Tage, weil ich ziemlich fit bin. Jetzt gerade zumindest und gestern wurde ich auch ziemlich fit. Es war so anstrengend jetzt die letzten Tage meiner Krankheit und so, dass echt die Energie raus ist und die Lust und die Laune, ehrlich gesagt. Deshalb schauen wir mal, was Isa uns die nächsten Tage zu berichten hat. Und ich bin auch gespannt, wie es bei ihm jetzt noch abläuft. Wir sehen uns. Erster Tag, wo Mert nicht mehr hier ist. Es ist langweilig ohne den, Alter. Schon mal so einen freshen Party heute gesehen? I doubt it. Wie ein kleines Kind reingesprungen. So einen Scheiß muss ich alleine machen. Mit der alten Bitch hier. Lieber widerlich als wieder nicht. Stein weghauen. Auch gut. Sexy. Alla, jetzt geht's gleich los zu den Workshops. Gabian. Also Workshops. Ich hab gleich Workshop, ja. Wir machen Luftmatratzenrennen im Pool. Hä? 2. Tag ohne Matt Özilmaz. Dafür haben wir Björn am Start. Geht. Ein Tag, eine Nacht noch, Alter. Noch eine Nacht hier. Und dann bin ich weg. Wir machen hier manchmal so ein paar Workshops. Und heute ist Luftmatratzenrennen dabei. Man kommt hier aufs Klo rein und es riecht einfach schon nach Schlägerei. Ambient in Schlägerei. Auf ekligste Clubtoilette, wo es gibt. Genau hier gibt es immer so ein Ding von dem Verfolger, von den Feinden Schlägerei. Immer hier drin, auf dem rutschigen Boden. Hier schlägt man sich den Kopf an und denkt sich, fuck, ich hab den umgebracht. Immer so. Immer so bei Terminal Transformers. So, letzter Tag hier gehabt, hatte mein Abschlussgespräch jetzt, Bewertungsgespräch, Feedback gekriegt, ich habe mein Feedback weitergegeben. Jetzt verbringe ich nur noch meine letzten Stunden hier. So, was zum Essen geholt und gleich geht's zum Bus, dann geht's heim. Seit 12 Stunden unterwegs, ne? Ich bin so am Arsch. Krank, alles zusammen. Einfach vergessen aus dem Bus ein Video zu machen, Alter, wie der mich geholt hat. Ich bin auch wieder am Start, Alter. Aber immer noch krank, Mutter. Also. Aber ich muss ehrlich sagen, die Erfahrung war auf jeden Fall echt geil. 100%. Safe, oder? Hier, Siegel und Stempel von mir. Also und ehrlich. Unterschrift von mir. Safe. Ansonsten war echt geil. Das war unser 2. Vlog. Und mal gucken, was als nächstes kommt. Ja, hat uns gefreut. Bis zum nächsten Mal. Goodbye, my friends.